Hallo Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Diesmal geht's gegen den ersten FSV Mainz 05, den anderen Karnevalsverein in der Bundesliga. Da sage ich nur Hello. Ich halte dagegen und sage Alaf. Und wir müssen natürlich an dieser Stelle, wir müssen das natürlich erwähnen, obwohl es jetzt schon fast tot geredet wurde und jeder wahrscheinlich auch seine Meinung schon hat. Aber was letzten Samstag passiert ist, hatte natürlich ganz wenig mit Spaß und Karneval zu tun und auch ganz wenig mit Fußball. Wie alle wahrscheinlich mitbekommen haben, hat Schiedsrichter Baba Grafati versucht, sich selbst das Leben zu nehmen vor Spielbeginn im Hotel. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer meiner Meinung nach ist es absolut die richtige Entscheidung gewesen, das Spiel nicht stattfinden zu lassen. Und vielleicht wünschen wir Baba Grafati nochmal alles Gute und machen einfach weiter. Ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Kamen ja diverse Gerüchte auf, der Druck im Fußball wäre zu stark. Baba Grafati auch in der Kicker dreimal als schlechtester Schiedsrichter der Bundesliga bewertet worden. Aber letztendlich ist es nach neuesten Informationen doch wohl ein privater Grund gewesen, warum sich Baba Grafati umbringen wollte. Das wollen wir jetzt hier aber nicht diskutieren, sondern wir legen los hier mit dem ersten FC Köln gegen den FSV Mainz. Und davor will ich jetzt noch eine kleine Ankündigung machen, denn wir haben uns überlegt, wir spielen nach diesem Spiel gegen Mainz, das ja dann jetzt am 13. Dezember stattfinden wird, spielen wir immer eine Prognose die Woche. Also wir spielen das Bundesligaspiel des FCs in der Woche immer vor dem eigentlichen Spiel, damit wir ungefähr abschätzen, mittippen können, mitgrübeln, wie wird denn das nächste Spiel ausgehen. Jetzt aber das Problem natürlich, einige von euch werden dann nicht gerade begeistert sein, weil dementsprechend wird FIFA auch nur noch einmal die Woche erscheinen, beziehungsweise zweimal die Woche, wenn wir dann halt noch ein DFB-Spiel oder was anderes haben. Das hat den Grund, wir haben im Moment leider keine Zeit und wir müssen natürlich auch noch weitere Projekte aufnehmen. Das ist ein bisschen alles im Moment ein bisschen alles zu viel mit Arbeit und Co. Und weiterhin möchte ich dazu noch erwähnen, dass das ja auch seine Vorteile hat. Denn so sind wir immer top aktuell. Wir sind jetzt wieder in der Gegenwart, sind top aktuell bei der ganzen Sache dran, haben immer top aktuell das Spiel. Es kann top aktuell mitdiskutiert werden. Und dementsprechend ist das alles nicht ganz so negativ zu sehen, dass wir nur noch ein Spiel die Woche veröffentlichen, beziehungsweise zwei, wenn wir dann halt ein DFB-Pokalspiel haben, sondern bla. Ne? Ja, ich sehe es auch eher als was Besonderes, weil es ist doch viel schöner, sich samstags aufs Spiel zu freuen, wie aufs echte Bundesligaspiel und dann mit allen diskutieren zu können. Alles klar, so und so ist die Prognose ausgegangen bei Saraza und Timbo. Ich glaube nicht, dass das so ausgeht. Es wird heute eher so aussehen. Ist da auch was Schönes. Ja, obwohl alle immer fordern, spielt doch dreimal die Woche, viermal die Woche, fünfmal die Woche. Sieben Tage die Woche am liebsten hätten sie es. Ja. Ein FIFA Let's Play. Aber das kriegen wir natürlich hier nicht hin, weil wir müssen uns hier auch treffen. Wir haben beide viel zu arbeiten beruflich. Und es ist immer nicht ganz so leicht, auch dieses FIFA-Let's Play über die Bühne zu kriegen, das alles aufzunehmen. Und wir wollen uns natürlich vor allem den Spaß an der ganzen Geschichte nicht nehmen lassen. Deswegen haben wir uns überlegt, einmal die Woche ist, glaube ich, ein ganz gutes Timing. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen. So, jetzt aber genug geplaudert und jetzt geht's los. Erster FC Köln gegen den ersten FSV Mainz. Natürlich nicht in der Century Park Arena, sondern eigentlich im Rhein-Energie-Stadion. 18. November 2011, Anstoß 20.30 Uhr, Schiedsrichter ist Steffen Schwobel, Profi 6 Minuten Regen. Beim FC, da spielen Gronk, Frittchen, Sereno, Jeromel, Rita, Lanik, Peschko, Phelps, Timbo, Saraza und Novakovic, den wir jetzt ja wieder gegen Lukas Podolski eintauschen natürlich. Denn Lukas Podolski, der ist nach seinem psychischen Problem wieder fit. Hat sich ein bisschen mit seiner Frau gestritten, habe ich gehört. Irgendwie sowas war da, ne? Hast du da vielleicht weitere Informationen zu? Nee, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, genauso ein Geheimnis wie das von Baba Grafati. Man weiß es nicht genau, was da los war. Ja, okay. Hauptsache ist, er schießt endlich mal wieder ein Tor. Also langsam reicht's mir hier mit der Torflaute. Es regnet übrigens, der Platz ist also nass. Das heißt, vielleicht probieren wir es mal mit dem ein oder anderen Fernschuss. Der Fluch lastet leider immer noch auf unseren Schultern. Wir treffen einfach nicht. Wir treffen einfach nicht. Die Saison hat eigentlich so gut begonnen. Wir haben viele Tore getroffen, viele Tore geschossen, aber es will nicht mehr funktionieren. So, bei Mainz, das Spielen. Müller am Tor, davor Pospech, Svensson, Kirchhoff, Fatih, Polanski, Baumgartlinger, Soto, Mali, Stieber und Stefan Kießling. Der scheint mir von Bayer Leverkusen rüber gewechselt ist nach Mainz. Offensichtlich ein virtueller Transfer dieser virtuellen FIFA-Saison hier. Wir beginnen das Spiel, schauen uns aber erstmal den Scout-Bericht an von Mainz, die mit einer Aufstellung von 4-2-3-1 antreten und hier die letzten drei Ergebnisse. 1-2 gegen den VfB aus Stuttgart, 0-2 gegen Werder Bremen verloren und ein 2-0-Sieg gegen den HSV. Also da
Ja, ist ziemlich gemischt. Ja, mit dem 0-2 gegen Werder Bremen haben wir was mit Mainz gemein, ne? Ja. Denn so haben wir auch gegen die Bremer verloren, die ja letztes Wochenende dann haushoch eine Klatsche bekommen haben, zumindest in der echten Bundesliga. Ja, von Gladbach, 5-0. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gerade, ja, schön für die Bremer. Nee, vor allen Dingen für Bremen auch extrem unüblich. Die spielen eigentlich immer oben mit, auch wieder eine gute Saison. Letzte Saison hatten sie einen kleinen Durchhänger, aber insgesamt immer top. Und dann jetzt so eine 5-0-Klatsche, naja. Ist schon krass. Ja, Bungert hat ein Mickey-Maus-Pflaster auf seinem Knie kleben. Wird bald wieder auf den Beinen sein, hoffentlich auf den Beinen stehen hier, dieser virtuellen FIFA-Saison. Der Bungert auf der Tribüne rumlungert. Ja, du kannst mal aufs Türchen schießen hier. Mal gucken, ob der Bonk die Pille hält. Ja, probier's doch mal. Vielleicht schießen wir ja hier mal ein paar Tore zumindest. Ja, hat auch geklappt. Jawohl. Warum das nicht im Endspiel? Endlich mal wieder ein Tor. Sarraza, die Nummer 7. Zumindest beim Aufwärmen. Die Durststrecke ist vorbei. Ich glaub's ja wohl selber nicht. Nee. Also ich gebe hier keine Prognosen ab hier bei diesem Bundesligaspiel. Und da sehen wir Martin Lanik beim schönen Dribbling, wenn er es doch so auch in echt machen würde hier. Kirchhoff auch nochmal zu sehen, die Nummer 15 bei Mainz. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel hier, der SC FC Köln gegen Mainz 05, der Karnevalsverein. Und hoffentlich werden wir auch mal wieder das ein oder andere Tor, ja, zumindest befördern. Zumindest eins gegen Mainz. Eins gegen Mainz. Heute starten wir die Initiative 1 gegen Mainz. Am besten wäre das Mainz 05, ne? Boah, 05 wäre ein Traum. Für uns halt, ne? Aber ja, wir spielen ja daheim, also eher ein 5-0. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Das Logo von Mainz finde ich übrigens immer schon cool. Ja? Ja. Ist ein bisschen altmodisch, ne? Aber das ist ja eh so lustig. Im deutschen Fußball sind die Logos ja recht altmodisch geil. Ja, wohl dieses M da, das finde ich ganz cool. Mit dem 05 drin. Wenn ich das jetzt mit den amerikanischen Teams vergleiche oder mit den japanischen oder so, die ja richtig aus Logos haben wie Eishockeyvereine oder Basketballvereine. Das liegt halt auch daran, weil der Fußball ja schon so eine lange Tradition hat. Ja, genau. Ja, das finde ich cool. Das M ist groß und dann das 05 in der Mitte. Schön. Ja, hier nochmal die Aufstellung von Mainz auch kurz eingeblendet. Müller im Tor. Ja, los geht's. Vielleicht starten wir direkt das Spiel mal ein bisschen offensiver. Was hältst du von der Idee? Und direkt Obacht hier. Polanski, der alte Regisseur, hat ein paar gute Filme gemacht. Auch. Abgesehen davon, dass er hier bei Mainz spielt. Wieder zurück zu Polanski. Finden die Lücke nicht, die Mainzer? Schöner Fehlpass. Schade. Ebenfalls der oder der davor? Welchen meinst du? Ja, das frage ich mich gerade auch. Baumgartlinger zu Fati. So, halten. Wir sollen ruhig Guck probieren. Dir das mal an, wie wir spielen. Das ist ein richtig schönes Spiel. Ja. Das ist ein schöner Einsatz, schönes Passspiel. Nee. Rennen die Mitte. Nein! Schade, ich wollte ihn eigentlich ein bisschen weiter nach vorne spielen. Ja, seine Idee war auch richtig, aber wie er den Pass spielt, ist halt absolut komisch. Ja, eigenartig. Schön. Die Idee war ebenfalls richtig. Fati gegen Sarraza. Fati klärt. Spielt den Ball zu Mutti. So, Einwurf. Fridolin Schlump. Hä? Oh, was war das? Das fangen wir auch. Bisschen weggerollt, wahrscheinlich aufgrund des nassen Platzes. Das war ganz schlecht hier, der Einwurf von Mainz. Ich bin hier drüben. Der war auch schön. Schade, mit aber Timo. Es will einfach nicht klappen. Einfach mal abgezimmert. Und der Torwart wäre wahrscheinlich nicht da gewesen. Aber der Ball ging natürlich wieder vorbei. Wie gesagt, der Fluch, der lastet immer noch auf unseren Schultern, liebe Sportfreunde. Und da lässt sich wohl nicht mehr so schnell viel dran ändern. Es will zumindest einfach nicht. Vorsicht. Oh, ja, ich habe gar nicht beschleunigt. Nee? Nee. Oh, passiert. Liegt vielleicht auch am nassen Platz, dass der den Ball nicht so gut unter Kontrolle bringen kann. Man sieht, der Rasen ist pitsche-patsche nass. Schöner Einsatz. Oh, das war aber übelst von den Beinen geholt hier, wie Timbo da ausrutscht. So, sie finden keine Lücke. Doch, jetzt tatsächlich schon. Glücklicherweise war Martin Lanik da am Start und hat die Gefahrensituation beendet.
Timbo. Zu Lukas Podolski, der jetzt wieder frisch dabei ist. Boah, schöne Situation. Nee! Was? Was? Das war doch. Da werde ich doch umgehauen! Was war da denn los? Also was war ich das konnte denn? Nichts anderes tun. Ich hab geschossen. Ey, Mann, 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 das gibt's doch gar nicht. Das war aber nach Elfmeter auch, oder? Ja, ich weiß nicht. Entweder Elfmeter oder selber verhapselt, ne? Scheinbar laut Schiedsrichter. Steffen Schwurbel ist ja, glaube ich, am Pfeifen, die alte Pfeife. Selber verhapselt. Hassbild. Oder wie auch immer. Naja. Oh, oh, die Mitte ist nicht so gut gedeckt. Boah, kommt gerade so zur Stelle. Ja, und so ein Kiesling, den darf man natürlich überhaupt nicht zum Kopfball kommen lassen. Ist ein guter Einkauf von Mainz, denn der macht ja auch einen ganz guten Job bei Leverkusen, ne? Ja, absolut. War der nicht auch mal für die Bundesliga, für die Nationalmannschaft? Ja, ist durchaus, glaube ich, auch immer noch im Gespräch. Im Moment kommt er irgendwie nicht so zum Zug in der Nationalmannschaft, aber ist durchaus immer noch ein Kandidat. Auch für die EM, meiner Meinung nach, je nachdem, wie die Saison verläuft. Ja, der Sturm der deutschen Nationalelf ist ja recht gut. Ne? Ja, Klose sagen. Und also, Gomez halt. Die Klose hauen da Gomez. Alles rein. Ja, da haben wir schon ein paar nette Kandidaten auf jeden Fall. Schön weitergeleitet, schade. Kam man nicht ganz durch die Pille. Stieber. Sireno holt sich die Pille. Schön gespielt zu Lukas Podolski. Oh. Ah, da ist der Boden wieder zu rutschig. Ja, ich habe beschleunigt, muss ich dazu sagen, aber Controlling nicht so leicht wie bei einem trockenen Platz. Ah, der Kiesling gewinnt da jedes Kopfball. Er ist halt auch riesig, ne? Wow. Ja, ich gebe zu, das war ein Foul. Ist ein bisschen umgerutscht worden. Polanski mit dem Freistoß. Oh! Und der war verdammt gefährlich. Ja, vor allen Dingen, weil er dann nochmal glitschig-rutschig wird. Da kann sich so ein Kronk auch schnell mal verschätzen. 31. Minute. 0:0. Noch kein Tor gefallen hier in Köln. Wunderbares Tackling, gut abgenommen. Da auch. Ja. Trotzdem Einwurf für Mainz. Oh, da hatte ich schon zu viel gedrückt. Da war ich noch am Tackeln. War eine wunderbare Konterchance, aber soll's. Lässt sich jetzt nicht mehr so schnell ändern. Aber wenigstens hier. Vielleicht kann man den Einwurf irgendwie abgrasen. Leider nicht. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Boah! Boah. Kiesling unglaublich schnell. Ich glaube, das war Kiesling wieder, oder? Nee, ich glaube, es war jemand anders. Ist ja kein Blonder. Ich weiß nicht, wer es war. Ich frage mich aber auch, wer sonst so schnell sein soll. Schade. Kein gutes Passspiel hier vom 1. FC Köln. Soto mit der Nummer 19 jetzt am Ball. Oh, 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 oh. Und da hat sich Lukas Podolski verschätzt bei diesem Angriff. Guck dir das mal an, wie die uns da ausspielen. Ja, und wie wir uns selber ausspielen. Wo ist Gronkh? Warum rennt er nicht dahin? Den muss er doch haben. So, Peschko. Die Räume sind sehr eng hier. Die Aufstellungen sind sich auch recht ähnlich. Und das war einfach ein unnötiger Ballverlust. Mitte steht theoretisch. Ja! Ja! Ich glaub's nicht! Nummer 7, Saraza, 45. Minute. Der Bann ist gebrochen. Endlich wieder im Spielfluss. Einen Treffer mit dem Kopf, so kann es natürlich auch klappen. Mann, 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 war das bitter nötig, oder was? Mit so einer Flanke, wo die Mainzer eigentlich noch Zeit haben, sich zu sortieren. Aber das macht Saraza perfekt an die lange Ecke, perfekt. Unglaublich, 1:0, endlich. Mal wieder ein Führungstreffer und dazu noch überhaupt ein Tor. Ja. Endlich 1 gegen Mainz. 1 gegen Mainz, die Nummer 7. Und der Ball ist im Netz geblieben, ne? So, und die 3 Punkte sind verdammt wichtig, wenn das... Also, ich bin am überlegen, ob wir nicht auf komplett defensiv hier zurückschalten sollen, damit da hinten nichts mehr durchkommt.
Ja, vielleicht mal ein bisschen defensiver spielen ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Aber Ergebnis halten ist nicht drin, weil dafür haben wir noch zu viel Spielzeit zu absolvieren. Und Mainz, die werden hier nicht schlafen. Die werden hier nicht schlafen, die werden hier weiter Druck machen. Hier bei Soto beispielsweise die Nummer 19, Polanski. Nicht Roman Polanski, der Regisseur, der weltberühmte. Oh, unglaublich schöner Pass. War wunderbar gespielt hier von Mainz. Phelps. Hier ruhig mal nach vorne, ganz weit nach vorne ruhig. Schade. Halbzeit. Hätte sich theoretisch auch noch ein netter Konter draus entwickeln können. Ja, durchaus. Aber der Schiedsrichter meinte, nee, ihr habt jetzt schon euer Türchen. Das ist erstmal genug. Ja, wollen uns auch nicht beschweren. 1-0 ist unser bestes Halbzeitergebnis seit langer, langer Zeit. Definitiv. Ich bin nicht gerade unglücklich über diesen Halbzeitstand. Ich meine, es war auch verdient, das 1-0. Waren ein paar nette Sachen dabei. Wir hatten schon ein paar gute Torschancen. Mainz allerdings auch hier. Die ja, Kiesling. Kiesling ist ein brandgefährlich. Brandgefährlich. Da, oh ja, definitiv. Der auch hier. Und das war doch mit Abstand unsere beste Chance dann, auch wie ich das gerade sehe. Wunderbar gespielt hier von Sarazar. Chancenlosen Müller. Ja, ansonsten recht ausgeglichen. Und erstaunlicherweise ein Tor, ein Schuss aufs Tor. Das sieht man von uns sehr selten. Also prägt euch diesen historischen Moment ein gerade. Was man aber auch selten sieht, ist, dass wir weniger Ballbesitz haben. Das ist auch nicht oft der Fall. Nee, das ist auch nicht oft der Fall. Meistens sind wir doch hier die Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Das liegt auch daran, weil wir Mainz ganz schön am Kommen lassen. Die haben... Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht gar nicht so früh ablocken. Vielleicht lieber ein bisschen warten, bis die zum 16er kommen und dann den Konter einleiten. Vielleicht ist das genau das Rezept hier. Vielleicht greifen wir immer viel zu früh an und holen viel zu viele Spieler aus dem Mittelfeld. Schön. Schön. Wie der Ball abrollt, ist auch sehr amüsant. Achtung. Vielleicht nochmal zurück. Oh! Schade, was ist das denn? Abgeblockt, abgefälscht. Ecke muss das geben. Huch! Ui! Der ist aber ganz schön durchgetändelt, der Ball. Und der ist im Aus. Einwurf für den 1. FC Köln. Ja. 52. Minute. Fridolin Schlömpel wirft den Ball wieder aufs Spielfeld. Bisher sieht das ganz gut aus für den FC, aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, wie es so schön heißt, wie du das auch so schön sagst immer öfter. Ja, hier ist noch nichts in trockenen Tüchern und das nicht nur, weil es regnet. Oder der Drops ist noch nicht gelutscht, ne? Ja. Und Mainz spielt nicht schlecht, die spielen keinen schlechten Fußball, das kann man wirklich nicht sagen. Schönes Beispiel, schöner Doppelpass hier. Da wird's gefährlich. Das kann doch bitte wieder alles nicht wahr sein. Guck mal, wie die hier spielen, als wenn die Real Madrid. Da wird's richtig gefährlich. Boah, abseits. Glück. Ja, eindeutig. Schön. Da sieht man, die Abwehr ist wunderbar eingespielt. Alle machen noch einen Schritt nach vorne. Glücklich. Ich hau den weg, dieses Kurzpassspiel hier ist mir zu riskant. Lohnt sich jetzt auch nicht unbedingt, da hast du absolut recht, obwohl... Ja, aber so im Mittelfeld gewinnen wir halt auch nicht viele Kopfballduelle. Nee, deswegen bin ich eigentlich auch immer für dieses Kurzpassspiel. Weil der FC halt auch nicht die größte Mannschaft ist, das muss man wirklich so sagen. Viele kleine Spieler dabei. Im Verhältnis. Schön. Zu Martin, nein, gar nicht Peschko ist es. Achtung, ich passe den Flach. Ah! Schade, ein bisschen zu weit gerannt. Hätten wir uns ein bisschen besser absprechen sollen. War vielleicht ein bisschen zu früh von mir gepasst. Ich kündige das nächstes Mal ein wenig früher an. Vorsicht, Sascha Rieter jetzt wieder viel zu weit nach vorne gezogen. Er steht nicht mehr in seiner Position. Das ist nämlich nicht gut. Und deswegen ist Jerome nicht mehr in der Mitte. Das ist genau unser Problem. Genau das ist unser Problem. Mit Sascha Rieter bist du gerade nach vorne ganz weit gelaufen. Der ist dann nicht mehr da und dann geht Jerome auf die Position von Sascha Rieter, der dann in der Mitte fehlt und jetzt hier Glück gehabt. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ein bisschen an unserer Abwehrleistung arbeiten. Oh, oh. Boah, glücklich, glücklich. Ganz glückliches Ding hier. Der hätte auch ganz anders ausgehen können, dieser Ball. Okay, ich mach flach. Ja, komm hier rüber. So. Schön. Ja.
was? Diese flachen Bälle, glaube ich, spielen wir besser nicht mehr. Ja, vor allem war der flache Ball sehr, sehr kurios. Ich habe ja ganz woanders hingesteuert, als wo der dann eigentlich hingegangen ist. Ich meine, der sucht sich ja doch ein Passspiel aus. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, weil du dich noch bewegt hast oder so. Aber es war doch sehr, sehr eigenartig. Abseits stehen schon. Uiuiui. Ui, ui. Ah, da hinten läuft irgendwo einer. Ja, hier war es. Okay. Macht ein kleines Picknick auf unserer Seite. So, Giroumain jetzt hier mit dem Freistoß. Wir machen ganz kurz einfach nach vorne. Den Ball übernehmen wieder. Lanik. Seitenwechsel zu Fridolin Schulampel. Der leitet den direkt weiter. Sarazar kommt hier an die Pille ran. Der Ball flacht zu schnell ab hier auf dem ersten Platz. Unglaublich. So, jetzt aber, komm, hopp, hopp, Konter. Konter wird eingeleitet. Geh mal in die Mitte. Schade, ich wollte es mal probieren. Ihr sagt mir das ja so oft, dass ich diese hohen Pässe in den Lauf spielen soll. Bisher hat es nicht einmal funktioniert, wenn wir es ausprobiert haben. Ich sehe das auch nicht als gutes Mittel. Und ich finde den flachen Pass auch deutlich effizienter. Vielleicht die FIFA 11. Boah, war der verzogen. Dieser Schuss von Kobe Phelps. Ich wollte es einfach mal probieren, ein bisschen aus der Ferne, aber das ging ja völlig in die Hose. Der gute Kohl. Ja, Mittelfeldduell entscheidet auf jeden Fall Mainz jedes Mal für sich, was ich sehr schade finde. Oh! Boah, reingesprungen! Oh. Reingesprungen! Wer war das? Wer war das wieder? Ich hatte Angst, dass ich dadurch einen Elfmeter verursache. Mehr Glück als Verstand wieder nur. So, Gronk zu Frittchen. So, jetzt hier durchhalten. Auf jeden Fall. Keine Spirenzien, so wie diese hier. Wieder dummer Fehlpass. Zuko Phelps, den nicht bekommt, den Ball. Jetzt zurückziehen. Lieber die Mainzer kommen lassen, damit unsere Defensive steht. So wie jetzt hier, wo alle Männer an ihrer Position sind. Weg. Oh, lieber weg dran. Das muss ihm passen. Ja, schön. Achtung. Sarazar am Ball. Ah, zu weit aufgelegt. Beschleunigt aus Versehen gedrückt? Nee, beschleunigt nicht, aber ich kann auch nicht mehr schießen. Er war ein bisschen weit nach vorne gerollt, der Ball. Kann natürlich auch am Platz liegen. Polanski wieder. Und so langsam gibt Mainz mächtig Gas und steckt uns ganz schön hier in die Bredouille. Boah, meine Fresse. Also ich muss sagen, Mainz hätte den Ausgleich mittlerweile verdient. Ja, absolut. So wie wir in den letzten Spielen im Tor ungefähr. Ja. Muss ich sagen, also rein objektiv. So, und jetzt kommt nochmal ein gefährlicher Eckball. Mit sagen, den Kopfbällen wissen wir, das ist... Wir wechseln jetzt auch mal aus, denn daran müssen wir uns auch mal gewöhnen. Nicht immer die Spieler bis zum Tod umfallen spielen lassen. Hier, Timbo nehmen wir mal raus. Hä? Achso, hatte ich da irgendwen schon angeklickt aus Versehen? Gegen wen denn? Ja, also wenn dann überhaupt einen großen jetzt bei so einer Ecke nochmal kurz vor Schluss. Ja, ich das sehe ich ja hier gerade nicht, wie groß sie sind. Ja, ja, hallo, Nova, Cheese. Wenn vielleicht. Ja, Nova vielleicht. Komm, nimm mal Nova rein. Und dann Sarazar und Timbo tauschen. Wen haben wir hier noch? Peschko vielleicht raus. Ist ganz klein. Peschko. Gegen Jajalo. Ja, ich denke, das ist so eine ganz gute Aufstellung so. Martin Lanik mal auf die Außen gezogen. Ja, hallo, dafür im zentralen defensiven Mittelfeld. Könnte funktionieren. Spiel fortsetzen und jetzt hoffen, dass diese Ecke nicht reingeht. Ja, Peschko ist auch zu klein. Das senkt den Größenunterschied doch zu den anderen Mannschaften immens. Da auch Sarazar, Timo und so nicht die Größen sind. Sarazar mit 1,80, Timo mit 1,83 oder sowas. Interessanter Ball. Der ist noch heiß, der Ball. Jetzt wird's heikel. Heiter bis wolkig hier. Mainz mit der kompletten Mannschaft bei uns. Werden richtig nach hinten gepresst förmlich. Mann. Und kommen nicht an den Ball ran, das gibt's doch nicht. Schön. Wunderbar, Sereno. Und in die Mitte noch.
Oder geh, geh. In die Mitte, geh in die Mitte, geh in die Mitte. Da hast du mir in der Mitte gefehlt. Ich hätte dir den so schnell. Ja, aber über außen wäre alles frei gewesen. Ja, aber warum denn über außen gehen, wenn die Mitte auch frei ist? In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ja, aber wo soll ich langlaufen? Geh in der Mitte, geh nach vorne. Ja, da, das ist deine Mitte, da kommen wir nicht durch. Abwehrspieler laufen damit nach hinten. Ja, muss man probieren. Probieren wir ja nicht. So, komm, los geht's hier. Podolski, Lukas. Pam! Schöner. Die Torhüter sind wahnsinnig gut geworden. Schöner Keep von Müller auf jeden Fall. Schuss war ganz gut. War aber direkt auch auf den Torhüter drauf. Also war jetzt nicht so eine Schwierigkeit, den zu halten von Müller. Boah, schön ins Gesicht gezimmert. Uiui, was macht Mainz da? Ja, damit ist es vorbei. 1-0, immerhin, wir fahren 3 Punkte nach Hause. Ich bin sehr glücklich damit, Gott sei auch wenn das jetzt ein glücklicher Sieg war. Das muss ich auf jeden Fall dazu anmerken. Also, ja, war ein glücklicher Sieg, aber wir haben auch vor unglückliche Niederlagen gehabt. Absolut, hatten wir definitiv. Genügend zu Genüge. Und wir hatten unglaublich viele Chancen, die wir nicht verwertet hatten in den letzten Spielen. Da war es dann auch echt bitter. Und hier jetzt auch mal, wenn man das auf die anderen Spiele vorher bezieht, absolut verdient gewonnen dann auch. Mainz hier aber mit einer sehr guten Leistung, absolut ein starker Gegner, nicht zu unterschätzende Mannschaft. Der Aufsteiger von 2010 ist das, glaube ich, von der Saison. Da sind sie aufgestiegen. Ich glaube, jetzt die zweite Saison der Bundesliga oder die dritte. Dritte, ne? Boah, mindestens dritte, ja. Ich glaube, dritte ist es. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht wisst ihr es. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher, liebe Sportsfreunde. Ja, wir schauen uns mal die Highlights an, würde ich sagen, oder? Ja, da waren viele Mainzer Highlights. Einmal auch noch, ich erinnere mich an die Situation mit mehr Glück als Verstand, wo noch einer reingejumpt kommt. Ach, da gab es so 2, 3 mit mehr Glück als Verstand, glaube ich. Ja, diese Situation, ich weiß genau, welche du meinst, wo der Abwehrspieler im Prinzip den Torwart gespielt hat, ne? Ja, da weiß ich noch genau, da bin ich reingerutscht und habe mir gedacht, alles klar, gibt wahrscheinlich 11 Meter und du kriegst einen Anschiss vom Sarazar. Aber da, das war das war die Situation vorher. Ja, das war der Nachschuss, ja. Ja, die Highlights gehen deutlich an Mainz, ne? Also diesmal hatten die das Unglück gepachtet, sag ich mal. Gronkh, Spieler des Tages, hat auch super gehalten, unglaubliche Dinger. Svensson, der beste Spieler bei Mainz. Ja, der Sturm nicht gerade so überzeugend bei Mainz, obwohl die doch recht gute Torchancen hatten. Vor allem Kießling hat sich gelohnt. Kießling ist vor allen Dingen gar nicht der Mittelstürmer, sehe ich bei denen. Kießling ist, Baumgartlinger. Aha. Ah, den haben sie eingesetzt, den guten Mann. Spielinfo können wir auch noch mal einen Blick drauf werfen. Und da sieht man, Mensch, die Mainzer, die hat ein paar Torschüsse mehr. Ja, 9. Ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die tatsächlich 9 Mal gegen uns aufs Tor geschossen haben. Also, beziehungsweise. Ja, die hatten verdammt viele Torchancen, aber die wurden nicht verwirklicht. Im Gegensatz zu uns, diesmal war unsere Ausbeute recht hochwertig. Das ist Effizienz. Endlich ist der effiziente FC zurück. Endlich ist der Bann gebrochen und wir holen mal wieder einen Sieg ran. Nach Hause. Die Kölner Fans freuen sich im Freudentaumel. Und das nächste Spiel geht gegen Gladbach. Und das seht ihr dann spätestens nächsten Samstag, liebe Sportsfreunde. Wir sind natürlich wie immer gespannt auf eure Tipps. Aber vorher kommt noch eine kleine Pressekonferenz, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen, oder? Nee. Bin mal gespannt. Dann drücke ich mal gleich die Taste Viereck. So. Jetzt müsst ihr die Pressekonferenz laden. Und was machen wir jetzt? Was haben wir für Optionen? Diverse. Wir können Spieler loben, wir können Spieler motivieren, wir können andere Spieler fertig machen, wir können Leute verunsichern. Ich würde sagen, auf jeden Fall Gladbach schlecht machen. Echt? Okay, probieren wir das mal. Verunsichern. Gladbach verunsichern. Wieso haben wir denn die Möglichkeit, Gladbach zu loben? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wer lobt denn sein gegnerisches Team? Gegnerischer Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist Klein kein Denke. Hat die Mentalität eines Regionalligisten, stand da gerade. Naja, bin ich mal gespannt, was das sein soll. Ich ebenfalls. Die Tabelle also, vielleicht nochmal angucken? Ja, genau, werfen wir nochmal einen Blick auf die Tabelle. Das ist so eine ganz gute Idee. Gehen wir nochmal Statistiken, Bundesliga, Ligatabelle. Da sind wir wieder auf Platz 10. Es sind aber noch einige Plätze vor uns, bevor wir da unter die Champions-League-Plätze geraten. Das sind immerhin 6 Punkte.
Ja, aber ja. Das ist durchaus noch drin. Das ist durchaus noch drin. Wenn wir jetzt die nächsten Spiele halt echt. Ja, es sind noch 21 Spiele. Ne? Also Gladbach auf Platz 16 hier in der virtuellen Saison. Also lange nicht so gut wie in der echten. Ja. Und dementsprechend könnte das auch ganz gut für uns aussehen hier. Wo war denn Mainz eigentlich? Mainz ist davor. 15. Ja, haben wir ja gesehen, wer spielbestimmt war gegen den 15. Oh, also die Prognose will ich mal nicht so auf mir liegen lassen. Ne, die war vielleicht doch ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel gegen Gladbach ausgehen wird, wie wir da abschneiden. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, liebe Sportsfreunde. Ich auch. Bis dann, bleibt am Ball.